Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Null zum Großgrundbesitzer. Ja, wir sind immer noch dabei zu pflügen und zu grubbern. 7 Fahrzeuge immer noch, wie ich das sehe im Augenwinkel. Mal schauen, wer auf der 17, der so. Oh, oha. Okay. Schon wieder das Sorgenkind, ne? Der rote Traktor mit dem Kackflug. Ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Wir nehmen das jetzt mal raus. Generieren einen neuen Kurs auf. Welches ist die 8? Feld 8, Vorgewende, zwei Bahnen, mal gucken, ob das besser geht. Fangen auf den Feldreihen an. Generiere das. So, jetzt gucken wir mal, wo wir dann einsteigen. Ich würde sagen, wir fangen hier an. Vielleicht geht das ja hier auf dem Feld besser. Das mit den zwei Vorgewänden hat sich ja eigentlich herauskristallisiert, dass das ganz gut ist. Dann gehen wir hier auch wieder auf 10 Meter, dass der keinen Quatsch macht. Bin ich mal gespannt, ob da große Lücken drin bleiben mit dem Flug. Kann mir das vorstellen, dass wir da einiges nachzuarbeiten haben. Ach so, fahre ich jetzt wohl in die richtige Richtung? Nö. Gut, dann müssen wir dann noch mal rausnehmen. Und wir müssen auf der anderen Seite anfangen. So, wir müssen einmal auf die andere Seite des Feldes fahren und da schauen, wo wir anfangen. Es geht von unten nach oben, okay. Welche Bahn nehmen wir uns denn mal vor? Wir nehmen uns diese Bahn hier vor. Gut, da muss ich jetzt noch mal neuer und besser anfahren. Der Wendekreis hier hinten ausreicht. Ah, schauen wir mal. Vielleicht zieht sich ja der Flug dann jetzt auch mal vernünftig gerade und spielt nicht rum. Okay, er hängt sich auf wieder, er macht wieder. Ja, keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Schauen wir mal an, wie er wenigstens, ob er die Wände wenigstens hinkriegt. Ich glaube, das ist der gleiche Kasper-Kram ist wie immer. So, schauen wir doch mal die Wände an. Oh, die 9 km/h, aber das ist eigentlich, das ist Höchstgeschwindigkeit bei dem Ding oder hat mir CP da irgendwas Falsches eingestellt? Der hier. 12 sollte der eigentlich können. Warum ist das 9? Ja, klasse, jetzt ist er erstmal. Nee, 9 wollen wir nicht. Der wieder. Lol, dann geht der auf 1 km/h. Ist der doof? Neun. Ach, der stellt sich das selber auf 9. Okay. Ja. Kann ich die Geschwindigkeit ändern? Ich glaube schon, ne?
Ne. 24. Das stellt er sich auch. Okay, gut. CP ist der Meinung, der Flug kann nur 9. Hoffentlich geht die Wende jetzt, dass wir da nicht auch noch rumeiern. Anderen Fahrzeuge fahren alle mit einer vernünftigen Geschwindigkeit. Kein Blockt. Aber ich befürchte, auch hier wird die Wende nicht funktionieren. Ich glaube, auf diesen Feldern hier muss man einfach noch viel mehr Vorgewende machen. Oder? Oder? Hä, wo? Ja, Rinnengraben. Ach, Mensch. Da müssen wir uns noch was rausfinden, wie das besser geht. Können wir noch mal probieren, hier vielleicht doch auf 5 Meter zu gehen. Gut, wir gucken erstmal durch. Vielleicht machen die anderen ja auch wieder Kacki. Ne, er zieht hier durch, er macht das. Er macht das eiskalt. Er könnte noch ein bisschen schneller, aber das ist der Einzige, der noch keine Probleme gemacht hat. Also fast fertig. Allzu viel hat er nicht mehr hier auf seinem Acker. 57. Was sagt denn 57 der Fortschritt? 72%, das ist schon gut. Krobalt, das funktioniert auch. Ein bisschen langsam unterwegs, aber das funktioniert auch. Echt ein bisschen lahm unterwegs. Gucken wir mal, ob das was bringt, wenn ich den entlasse kurz. Einmal. Ach so. Nee. Wie war denn das noch? Oh, habe ich das hier gar nicht drauf mit den Differentialen? Ach doch, es ist halt. Ja, Zoll wieder, die Tasten wieder vergessen. Glaube ich das drauf. 7, 8, 9, nicht 1, 2, 3. Gibt jetzt ein bisschen mehr Stoff hier. Ja, so langsam kommt er. Ach, der hasst die Birken wirklich, ne? Der mag die einfach nicht. Das ist kein Birkenfreund. Aber der hat da auch nicht mehr allzu viel vor sich. Gibt dann bald das erste Geld. Also, wir haben ja schon mal Geld gekriegt, aber noch ein bisschen mehr. Und ich muss unbedingt mir angucken, warum ich für Safer einstellen Geld kriege. Da ist ABM hier. Alles vom Arbeitsamt gefallen, deswegen kriege ich dafür Geld.
Er hampelt sich hier wieder einen ab, wie könnte es auch anders sein? Und zwar so schön festgerammelt, dass gar nichts mehr geht. Ja, hier muss man, auf dem Feld muss man tatsächlich noch mehr Vorgewende machen. Aber auch der Acker wird fertig werden. Jetzt funktioniert das mit dem Grubbern einwandfrei. Plus 4000 Lohnzahlung. 4837, da machen wir gleich mal minus 4837, dann haben wir es wieder berichtigt. Wollen ja nicht cheaten hier. Kann mir nur vorstellen, dass das mit dem Helferpreis, dieser Helfer-Admin, den ich noch drauf habe, zusammenhängt, dass sich da irgendwas beißt. Feld 17, das müsste doch fast fertig sein hier. Oh, 58% erst. Ehrlich? Muss doch schon mehr sein. Ja gut, er hat ein bisschen Überstand drin. Aber er geht noch einmal hoch und einmal wieder runter, eine halbe Bahn, und dann geht er ins Vorgewende. Das heißt, es dauert auf jeden Fall nicht mehr allzu lange. Und zack, weiter geht's. Nächste Bahn. Tappen wir noch mal durch. Wird er durch Kalk fahren? Aber es ist Schnee. Ganze Fahrzeug weiß. Oh, na, er hat nicht mehr lang. Er geht doch jetzt ins Vorgewende gleich rein. Das schauen wir uns mal an. Das ist doch gleich. Gleich müsste er doch ins Vorgewende gehen. Er soll noch 24 Minuten brauchen? 58, wie weit ist die 58? Ach, 84%. Na, hagelt's bald ein bisschen Knete. Aber auch er fährt nicht Vollgas. Geben wir mal die ganzen Sachen rein. Fahrhilfen. Das sieht schon ein bisschen besser aus. War nicht so wirklich viel besser, aber ein bisschen.
Aber er geht jetzt ins Vor. Ja, er geht ins Vorgewende. Hätte die eine Bahn doppelt oder? Ja, anscheinend schon. Ja, also einige Fahrzeuge funktionieren hier mit CP besser, andere nicht so. Aber das mit dem Grubber gefällt mir echt gut. Okay, er fährt jetzt hier einmal längs ohne zu arbeiten. Ja gut, es bleibt eine kleine Ecke über anscheinend. Aber da wir ja vom Spiel aus nur 90% brauchen, ist das ja nicht so tragisch. Hier fängt er jetzt an. Nochmal angehoben und gesenkt, warum auch immer. Hier wird der komplette Streifen gemacht. Gucken, wie er die Ecke macht, das interessiert mich. Und da ruhig ein bisschen schneller hinfahren. Eigentlich müsste er jetzt hier aufhören und eine 90-Grad-Wende machen. Wo auch immer er hin. Achso, er will ein bisschen nach links ausholen. Ja, Knicklenker, das ist halt auch schon immer so ein kleines Problem gewesen bei CP. War doch noch ein Stück weiter vor. Aber Rückwärtsfahren funktioniert einwandfrei. Zumindest mit Geräten, die sich nicht so wegdrehen. Es sieht doch gut aus. Gut, wenn ich auf den Tacho gucke, dann sehe ich, dass ich mich leider schon wieder verabschieden muss. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch mit dabei seid. Bis dahin, einen schönen Tag. Ciao, ciao.